Ui, fast das Gleichgewicht verloren und runtergefallen. Haha, reingefallen, nicht runtergefallen. Ich kann nämlich auch mit einem Scheichli oben stehen. Was? Der Pat geht zu einem Hund, der unter Wasser taucht. Schräge Sachen gibt's. Hallo, willkommen bei Peter Guide, der Tiersendung vom Zambo. Und heute sind wir bei den Seehunden. Schau sie mal an. Schon bereit, um mit uns zusammen zu trainieren. Und nachher dürfen wir sie auch füttern. Also voll mit dabei sind bei der Fütterung. Bevor wir mit dem allerdings anfangen, haben wir jetzt noch ein Steckbrief für dich zusammengestellt mit ein paar ersten coolen Infos über die lässigen Tiere. Seehunde leben an verschiedenen Orten auf der Welt. Zum Beispiel im Meer vor Island, Portugal, vor England oder auch Deutschland. Sie fühlen sich im Salzwasser wohl, aber auch im Süßwasser. Und du glaubst es im Fall nicht, Seehunde können bis zu einer halben Stunde unter Wasser bleiben. Fressen tun sie gerne Muscheln, Tintenfisch, Krebse und kleine Fische. Ein riesen Menüplan, den der Seehund hat in freier Wildbahn. Hier bei uns jetzt bekommt er zwei verschiedene Fische, die ich mit dem Jörg zusammen vorbereite. Hallo Jörg. Hallo Pet. Du hast die zwei schon vorher genommen. Was sind das für Fische, die der Seehund bekommt? Ja, also das da wäre ein Hering. Das ist ein Meeresfisch aus der Nordsee. Kenne ich auch. Und die mit dem schönen Muster, das sind Makrelen. Makrelen. Die kommen aus der Nordsee und das sind beide Schwarmfische. Wie müssen wir die vorbereiten für die drei Seehunde? Nichts Grossartiges. Wir müssen einfach schnell kontrollieren, dass es nichts dran hat. Irgendeinen Fremdkörper oder so. Und wir halbieren es aber auch halbieren. Also ich muss es hier aber anschneiden? Ja, ist das gut? Ja, klar, sicher. Wir halbieren es halbieren, dass wir etwas länger mit dem Seehund arbeiten können. Okay, also damit sie mehr zum Bissen haben. Genau. Drei Stück haben hier: Farah, Coppa und der Inuit. Genau, und ja. Am Inuit geht es im Moment nicht so wahnsinnig gut, gell? Ja, er hat ein bisschen so eine Augentrübung und jetzt haben wir vom Tierarzt haben wir da so eine tierärztliche Anweisung bekommen, dass man während der Fütterung immer in das Auge einen Augentropfen muss reingeben muss. Seehund, der Augentropfen braucht, wünscht mir auf jeden Fall schon mal gute Besserung. Hoffentlich klappt ja, das, gell? Ja, wirst du nachher noch sehen. Auf das freue ich mich eben auch. Gut, hey, wir haben das Futter bereit. Top, gut. Fast 5 Kilo Fisch. Wie viel isst so ein Seehund eigentlich so? Ja, zurzeit sind wir jetzt gerade bei 1,5 Kilo pro Fütterung. Und pro Tag machen wir noch zweimal eine Fütterung. Und im Jahr? Ja, das ist noch verrückt. Dass so ein kleiner Seehund der frisst eine Tonne Fisch. Wow, also so schwer wie ein Auto eigentlich. Ja. Gut, wir fangen mit knapp 5 Kilo an. Ich freue mich, jetzt darf ich zu den Seehund rein mit dem Jörg. Jetzt gehen wir mit ihnen trainieren. Und bevor wir das machen, gibt es jetzt für dich noch eine Ladung Pet oder Tier. Ich habe es wieder gegen ein Tier aufgenommen. Ich mache ein Wettrennen gegen den schwarzen Leguan. Das ist also der schwarze Leguan. Ja, da ist jetzt nicht so schnell unterwegs. Aber ich sage dir, wenn der den Turbo zündet, wird der blitzschnell. Der Leguan rennt 100 Meter in 10,3 Sekunden. Okay, ich kann es ja mal probieren. Aha! Haha! Ich hab's probiert. Und
Jetzt sind wir hier im Aussengehege von den Seehunden. Wir sind hier beim Training dabei mit dem Jörg, mit dem Fahrrad, dem Koffer und dem Inuit. Das war jetzt die Fahrrad, gell? Das war die Fahrrad. Was ist das für ein Training mit ihr schon gemacht? Das ist Target. Mit dem Target bringst du einmal einen Seehund irgendwo hin. Es ist in dem Fall ein bisschen an Land. Ausser es ist gerade eine Kamera in der Nähe. Ja, und wenn ich dann pfeife, dann weiss ich, ich habe es gut gemacht und dann gibt es Belohnung. Aber sie ist gerade ein bisschen scheu, aber gut, prima. Kannst du vielleicht auch schon mal die Hand anheben? Offen so? Einfach so? So vielleicht, ja. Genau. Einfach. Prima, und dann gibt es eine Belohnung. Kannst du gerade einen Fisch geben. Hier fahren. Also, ja. Haben wir 10, du? Kannst du wieder die Hand anheben, dass sie ein bisschen raufkommt? Ja. Komm zum Einfahren. Komm. Gut. Prima. Gut. Belohnen. Es ist jetzt etwas ängstlich, wenn wir so viele drin sind. Ja. Und weg ist sie. Hier ist der Inuit. Jetzt wollen wir mal schauen, ob er kommt. Jetzt habe ich gesagt, er soll hier auf den Stein kommen. Und er kommt eben Augentröpfen über. Ja. Er hat so eine Trübung am Auge. Von dem haben wir sie vorher schon gehabt. Man sieht es auch ein bisschen, wenn man sich darauf achtet. Genau. Er tut das linke Auge immer so ein bisschen hinter zu machen. He? Das hätte er nicht gerne. Nein. Holi. Jetzt muss es noch ein bisschen wirken. Ja. Wenn ich pfeife, dann heisst das, dass er die Übung gut gemacht hat und jetzt wartet er auf die Belohnung. Halt. Okay. Und jetzt möchte ich eigentlich, dass er noch ein bisschen an Land bleibt, dass das auch ein bisschen wirkt. Die Augen und dann ich das Ganze immer ein bisschen verlängern. Jetzt mache ich zum Beispiel noch eine Übung, dass er die Zähne zeigen muss. Das Gebiss. So, können wir mal reinschauen da. Aber wirklich, wie die Schnauze von einem Hund? Sehr ähnlich. Ja, dann schauen wir mal, wie die Krallen sind. Schau, die andere Seite. Das sind Flossen, nein. Das sind Flossen, ja. Prima. Jetzt können wir noch mal schnell schauen. Ja. Mit Krallen. Jetzt sieht man eine schöne Fibrisse und dann gibt es noch ein Küsschen. Yeah. Du kannst zum Beispiel auch mal so machen, indem wir das helfen. Dann kannst du ihn das mal anlangen. Wie du den Tierarzt wärst, kannst du ihn untersuchen. So auflangen? Jawohl, und mit der anderen Hand kannst du irgendetwas untersuchen. Hopp, rauf, rauf. Gut. Schöner Inuit. Prima. Möchtest du mal ein High-Five geben? Ein High-Five? Ja, so High-Five kann er nicht. Du musst schon die Flossen nehmen. Ja, genau. Super. Aber wieso musst du allgemein mit den Seehunden trainieren? Für was ist das gut? Es ist natürlich eine Abwechslung für die Tiere selber. Es ist dann auch sportlich, wenn ich so will. Also der wichtigste Punkt ist natürlich, dass man ein medizinisches Training machen kann. Also, dass man sich untersuchen kann, dass es ihnen auch gut geht. Genau, ja. Schauen, ob ihnen etwas fehlt. Genau. Pat, wenn dir der Seehund kein High-Five geben will, ich wäre parat. Ich schlage ein mit meinem Hai vor. Also, komm vorbei. Genau, das müssen wir ein bisschen abtasten. Das ist so, wenn er jetzt ein Problem hätte, dass man das Infektionsmittel dann drauf tun könnte. Damit er sich an das gewöhnt, dass das auch manchmal vorkommt. Ganz genau, ja. Aber das war jetzt natürlich Wasser gewesen. Das war jetzt natürlich Wasser gewesen. Ja. Das ist ja alles prophylaktisch und dass er sich daran gewöhnt ist. Also vorbeugend. Wenn man jetzt auch ein bisschen so drauf tätscht, dann weiss er, ja, der macht das einfach und nachher gibt es Fisch. Jetzt gibt es Fisch. Also ihr seht, er ist schon völlig relaxed. Gut, jetzt gibt es einen Fisch. Super gemacht, Inge. Zack! Tipptopp. Und schnell weg. Du wärst jetzt in dem Fall jetzt mal Tierärztin und könntest das Tier auch untersuchen. Und das muss man natürlich immer üben. Also ganz weil in der kalt. Regel sind sie ängstlich und würden eigentlich dann gerade gehen. Ganz kalt und überhaupt nicht so wie ein Fell. Es sieht ja eigentlich aus wie ein Fell, aber es ist eher so glitschig. Ja, genau. So rutschig. Also überhaupt nicht haarig. Interessant. Jetzt kannst du ihr gerade mal eine Belohnung geben, sonst wird sie dann zu bunt. Hey, Fahrer. Genau. Gut. Und jetzt schnell wieder ins Wasser. Da fühlen sie sich halt dann schon am wohlsten. He? Schöne. Super. Super. Und die Löcher auf der Seite, sehr das sind Ohren? Das sind die Ohren. Ja, genau. Die Hundsrobben haben nur Löcher. Gut. Ja, die darfst du auch noch. Gut. Prima, ja. Oh, sorry. Ja, super. Nein, tipptopp. Aber es ist ja lustig, wie gestapelt sie aussehen an Land. Und dann im Wasser sind sie so elegant und schnell. Und ja, schnell genau, und ja. Kräftig. Jetzt sagen wir, sie soll runter. Yeah. Wow. Hey, du bist so ein Schuss. Tante. Ja, super.
Gut. Wow. Ich muss noch winken. Das ist jetzt mehr wieder so spielerisch halt. He? Oh, je. Wunderbar. Ja, mit dieser schönen Erinnerung, mit diesem Küsschen, sage ich dir daheim, danke schon mal fürs Zuschauen von Pettergei heute. Und wir sind dir, Jörg. Perfekt. Und bis zum nächsten Mal auf srfzambo.ch. Nochmal. Du meinst sicher, Seehunde sind immer nett. Eben nicht. Das hat der Pat eben auch gemeint. Muss schauen, was sie mit dem gemacht haben, wo er keinen Fisch mehr hatte. Ja, ja. Jetzt ist leider leer. Kontrolle und wenn nichts mehr ist, tschüss. Tut mir leid. Und weg. Also, ich glaube, sie sind zufrieden. Und haben, glaube ich, als Dank einfach noch ein bisschen abgespritzt.